Die Höhle. Aus der dunklen Höhle erklingt ein tiefes, bebendes Atmen. Der Trupp bekommt es mit der Angst zu tun. Aus der Dunkelheit tauchen die trüben, blutunterlaufenen, ovalen Augen einer monströsen Kreatur mit pechschwarzem Fell auf. Oh oh. Herzlich willkommen bei CT Zockt. Ich bin Diane und spiele mit euch heute Ashwalkers, A Survival Journey. Ich habe schon ein bisschen reingespielt. Ashwalkers ist ein Story-Adventure von Nameless 13 und ist am 15. April 2021 für Windows erschienen. Ich spiele hier mit Proton unter Linux und ich habe auch schon ein bisschen reingespielt und festgestellt, es läuft gut. Fang einfach mal ein neues Spiel an. Ich schalte mal das Tutorial aus. Ich habe ja schon mich ein bisschen... Das kann ich noch nicht auswählen. Und den Start kann ich auch noch nicht verändern. Also Expedition Start. Vor fast zwei Wochen hat der dritte Trupp die Festung auf der Suche nach der legendären großen Kuppel verlassen. Die Truppmitglieder, die Anführerin Petra, der Krieger Sin, die Diplomatin Kali und der Pfadfinder Nadir haben sich behutsam ihren Weg durch die tödliche Außenwelt und ihre aufgrund der Asche nicht atembare Luft gebahnt. Der Trupp ist die letzte Hoffnung für das Überleben von 200.000 Bewohnern der Festung. Nachdem die Abenteurer die Wüstenschlucht im Norden durchquert haben, sehen sie schließlich das Signalgerät in den Ascheebenen. Ein wichtiger Meilenstein auf ihrer Suche nach der legendären Zuflucht. Und da sind wir auch schon, Tag 13, die Ascheebenen. Die Grafik des Spiels bleibt tatsächlich so, die ist in Graustufen gehalten, sag ich mal. Das hier ist mein Interface. Ich kann die vier, ich muss die vier hier im Blick behalten, ihre Gesundheit und so weiter. Aber ich schicke sie jetzt schon mal los in diese Richtung. Genau, ich steuere hier diese vierköpfige Gruppe. Ich kann mit Rechtsklick zwischen den unterschiedlichen Personen wählen, die dann die Aktion, die ich angebe, ausführt und vielleicht was aufsammelt oder so irgendwie. Und die anderen drei, die laufen dann jeweils hinterher. Das Spiel ist relativ kurz, sage ich mal. Hier zum Beispiel gibt es Feuerholz. Ich könnte jetzt gucken, wer hat am meisten Kraft oder so, aber ich lasse jetzt Kali das einfach mal einsammeln. Die Steuerung ist simpel. Ich klicke hier einfach mit links drauf und dann laufen die dahin. Außenposten KE14. Einer der am weitesten von der Festung entfernten Schutzorte, an dem Pfadfinder meteorologische und kartografische Daten sammeln. Hier sollte sich eines der Signalgeräte befinden, das Daten über den Standort der großen Kuppel enthält. Die Welt sieht ziemlich toll aus, finde ich. Schade ist nur, dass wir nicht beliebig rumlaufen können. Malerei von Wilden. Die Malerei ist maximal einige Wochen alt. Die Symbolik ist gewalttätig, animalisch, aber auch voller Respekt. Eine Warnung vor Gefahren oder eine makabre Faszination für Wölfe. Hier ist diese Malerei eigentlich zu sehen. Genau. Und das sieht so aus, als wollten wir dahin. Das Signalgerät.
Einige Tage nach dem Verlassen der Festung erkundet der Trupp einen verwaisten Außenposten. Die Informationen der Pfadfinder waren korrekt. Eines der Signalgeräte, die sie zur großen Kuppel führen werden, befindet sich hier. Während Kali beginnt, das Signalgerät zu hacken, um die Daten abzurufen, behält Sinn, die Ausgänge im Auge, um mögliche Feinde zu entdecken. Nadir legt den vor ihnen liegenden Weg durch die Asche fest und Petra stellt Kontakt mit dem Funker her. Aus dem Lautsprecher des primitiven Funkgeräts ertönt ein Knacksen und Rauschen, danach ist die beruhigende Stimme des Funkers zu hören. Herzlichen Glückwunsch im Namen der Obrigkeit, Sie haben das erste Signalgerät erreicht. Nun müssen Sie entscheiden, wie Sie zum zweiten gelangen. So, was haben wir zu tun? Jede dieser Entscheidungen, die wir im Spiel treffen, führt uns zu einem von 34 möglichen Enden. Und wir müssen verschiedene Entscheidungen variieren, um alle Teile der Story kennenzulernen. Also das Spielprinzip sieht vor, dass wir das Spiel nicht nur einmal durchspielen, was ungefähr 2 Stunden dauert, sondern auf mehreren Wegen versuchen, die restlichen Infos zu kriegen. Ich nehme mal das. Der Trupp geht wagemutig und strategisch vor. Der Funker erkennt die Entscheidung an, betont die Dringlichkeit der Aufgabe und was auf dem Spiel steht. Bei der nächsten Welle wird die Festung einstürzen. Wir legen unsere Hoffnung in Sie, Aufklärer. Möge der Sieg unser sein. Das Funksignal verstummt und der Trupp setzt seinen Marsch entschlossen fort. Was ein bisschen schade ist, ist zum einen, dass ich jetzt hier nicht rechts abbiegen kann, um mir diese Station anzugucken. Das führt zu nichts, sondern ich komme. Irgendwann bleiben sie dann einfach stehen. Also ich muss diesen vorgezeichneten Weg gehen. Das ist sehr linear und für mich sehr ungewohnt. Ich doch eher Open-World-Spiele gewohnt bin. Da oben ist noch was zu holen. Und das andere ist, dass man die Viecher eigentlich, außer wenn sie Brotzeit machen, sag ich mal, nur laufen sieht. Also die Geschichte, das, was sie tun, wird eigentlich eher im Text erzählt. Das ist ein bisschen oldschool, aber ich sag mal so, das ist ein storylastiges Spiel. Ich glaube, es war jetzt auch bei der Ludo Narracon vorgestellt worden. Action ist hier nicht geboten und man kann auch nicht richtig viel machen. Also schon eher so eine meditative. Oh oh. Der Wolf. Im Nebel entdeckt der Trupp den Umriss eines Wolfs. Eine dürre Bestie, die Zähne fletschend und knurrend kurz davor steht, einen Satz zu machen und anzugreifen. Wir haben nur 2 von diesen Feuerdingern. Die brauchen wir wahrscheinlich noch. Aber wir versuchen es mal. Das geschwächte Tier. Also der Trupp verbrennt Holz, um dem Wolf Angst einzujagen. Das geschwächte Tier gerät beim Anblick des Feuers in Panik. Mit einem schnellen Schlag kann Petra den Wolf töten. Der Trupp zerteilt den Kadaver, um Verpflegung zu erhalten. Ah, sieh an. Wirkt so ein bisschen wie rundenbasiert eigentlich. Entscheidung treffen, dann gucken, wie sich das auszahlt. So, da ist wieder Holz, das ist gut. Die Sachen, die ich aufsammeln kann, sind relativ gut gekennzeichnet. Hier gibt es was zu essen. Da können wir jemand anders arbeiten lassen. Ich kann später dann auch die Sachen, die sie jetzt aufgesammelt haben, auf die ganze Truppe verteilen. Das geht dann beim Lager machen. Ah. Das Lagerfeuer. Der Trupp bemerkt in der Ferne ein Lagerfeuer, an dem sich eine Gestalt mit Kapuze die Hände wärmt. Wir sind ja keine Arschlöcher, sondern wir werden uns friedlich nähern. Der Trupp nähert sich mit erhobenen Händen. Unter seiner Kapuze grüßt sie ein lächelnder junger Wilder. Kali beginnt ein Gespräch mit ihm, woraufhin der Wilde den Trupp einlädt, gemeinsam mit ihm zu essen. Ja, Essen und Ausruhen. Also das Spiel kennt nur männliche Formen offensichtlich. Wir haben hier eine Frau dabei. Der Trupp beschließt, mit dem Fremden zu essen. Der Trupp ruht sich ohne Vorkommnisse aus. Kali unterhält sich ausgiebig mit dem Wilden, der von einer Gruppe Wilder im Norden erzählt, die sich die Meute nennen und Verfechter des ehrenhaften Kampfes sind. Die Meute. Okay.
Also auch hier setzen sie sie nicht wirklich, essen nicht, sondern sie bleiben stehen. Nach einer herzlichen Verabschiedung zieht der Trupp mehrere Stunden später weiter. Hier, wir sind satt geworden und haben Energie aufgeladen. Das finde ich ganz cool, dass man genau sieht, was hat dieser Stopp gebracht. Aber ich finde, sie könnten sich wenigstens setzen und essen, dass man das so gar nicht sieht. Stört mich ein bisschen. Gut. Wir sehen ganz fit aus. Kann direkt weitergehen. Also die Grafik ist echt super schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch dieser Schwarz-Weiß. Das Aschetal. Der Trupp steht an einer Weggabelung. Im Westen liegt ein von wilden Tieren bewohntes Gebiet, wenn man den Spuren in der Asche Glauben schenken kann. Nach Osten windet sich der Weg in ein kaltes und zerklüftetes Tal. Wir gehen mal in das Gebiet der Tiere. Beim letzten Mal bin ich in die andere Richtung gegangen, das war auch nicht so gut. Der Trupp beschließt, in das Gebiet der Tiere zu gehen. Petra sagt, dass sie dort jagen können, falls sie Tiere aufspüren. Okay. So sehe ich nämlich jetzt auch nochmal was Neues. Das ist meine andere Pflanze. Petra, die einzige Frau, die hier mit dabei ist, die schwächelt immer relativ leicht, habe ich festgestellt. Deswegen lasse ich die mal nicht so viel machen. Sinn soll das mal erledigen. Und da ist irgendwas. Ah, und hier liegt ein. Oh, hier liegt ein Totenschädel. Fußabdruck. Pfotenabdruck eines riesigen Wolfs. Der Pfotenabdruck ist zu groß für einen normalen Wolf. Die Kreatur muss riesig sein. Prima Entscheidung. Können wir nochmal zurückgehen? Hier, da habe ich nämlich noch was gesehen. Menschliche Skelette. In diesem Bau, wahrscheinlich der perfekte Ort, um seine Beute in Ruhe zu verspeisen, lauert etwas Gefährliches, auf dessen Speiseplan offensichtlich nicht nur Pflanzenfresser stehen. Ja, und was? Jetzt gehen wir da trotzdem hin? Naja. Ich glaube, umkehren ist nicht vorgesehen. Ich kann hier nämlich auch nur schlecht rückwärts laufen. Wer war es, der die Taschen noch nicht so voll hatte? Na, dir, glaube ich. Nee, Petra. Naja, wird schon dran. Reichlich zu essen. Wir gehen einfach mal weiter. Das ist bestimmt überhaupt kein Problem. Oder doch? Die Höhle. Aus der dunklen Höhle erklingt ein tiefes, bebendes Atmen. Der Trupp bekommt es mit der Angst zu tun. Aus der Dunkelheit tauchen die trüben, blutunterlaufenden, ovalen Augen einer monströsen Kreatur mit pechschwarzem Fell auf. Oh oh. Ein riesiger schwarzer Wolf sieht den Trupp mit eisigem, geduldigem Blick an. Seine spitzen Reißzähne funkeln. Er ist jederzeit bereit zuzuschlagen. Ich bin für Vorbeischleichen. Der Trupp beschließt, ohne abrupte Bewegungen an der Kreatur vorbeizuschleichen. Der Trupp geht langsam weiter. Der riesige Wolf starrt die Mitglieder an und schafft es plötzlich, Sinn von den anderen zu trennen. Seine Reißzähne blitzen auf und er macht sich bereit, ihn zu verschlingen. Helft ihm! Oh. Und hier seht ihr schon die einzigen Farbkleckse, die es im Spiel gibt, ist, wenn sie alle verletzt sind. Hm. Der Trupp beschließt, Sinn zu helfen. Der Trupp überrumpelt den Wolf und hindert ihn daran, Sinn zu verschlingen. Das Tier wehrt sich und fügt den Mitgliedern einige Verwundungen zu. Schließlich schafft es Sinn, der riesigen Bestie einen Speer in den Schädel zu rammen und ihren Kameraden im letzten Moment zu retten. Und ihren Kameraden, aber Sinn war doch der oder diejenige. Das erschließt sich mir nicht. Okay, alle wurden verletzt. Nicht gut. Der Trupp zerlegt den riesigen Wolf fachmännisch, um Verpflegung und einen prachtvollen Pelz zu erhalten. Und hier gibt es ein Achievement. Genau, jetzt haben wir reichlich Verpflegung. Können wir es überhaupt noch tragen? Okay,
wir könnten hier jetzt einfach mal. Energie ist eigentlich noch gut. Na, dir geht's nicht so gut. Wir machen mal kurz ein Lager. So, jetzt können wir hier entweder Sachen umverteilen oder wir können schlafen. Ich kann jetzt hier erstmal sagen, wir machen ein Feuer. Ich mache mal nur ein kleines. Dann verarzten wir mit dem einzigen Medikament, was ich habe. Nadir, der sieht gut aus. So, wer hat Hunger? Hunger haben sie eigentlich alle nicht und wir haben Tonnen zu essen. Teilung kann ich. Hier noch ein bisschen umverteilen. Jetzt hat jeder eins zu viel, das sollte doch okay sein. Ja, gesünder werden sie nicht, aber ich habe keine weiteren Medikamente. Ich könnte jetzt hier planen, schlafen und so weiter, das ist aber gar nicht nötig. Das heißt, eigentlich hätte ich auch kein Holz da reinwerfen müssen, aber egal. Das heißt, wir brechen das Lager wieder ab. Gehen weiter. Ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Weil sie wollten ja eigentlich vorbeischleichen, also müsste das auch der Weg sein. Ja, sieht so aus. Wie gesagt, man kann nicht groß erkunden, man kann dann nur hin und her laufen und stehen bleiben. Nadir, falls jemand eine Bandage braucht, Pech gehabt, versucht einfach nicht alles voll zu bluten. Wow, du hast die letzte gekriegt. Das ist nicht der gute Spruch. Schauen wir mal, was wir hier finden. Teilen das ein bisschen auf. Na, Petra sollte nicht vorausgehen, die ist auch nicht fit. Und es ist schon ganz schön dunkel. Das kann natürlich auch an dieser Asche liegen oder einfach daran, also man sieht schon an diesem Rot rundrum, an diesem roten Rahmen, dass es meinem Trupp nicht gut geht. Was ist hier denn? Hoffentlich. Wen habe ich gerade? Pack mal alles ein. Schön wäre natürlich, jetzt noch Medikamente zu haben. Okay, da vorne ist irgendwas. Ich glaube, ich mache noch mal kurz Lager. Kann ich euch noch irgendwas Gutes tun? So, euch ist ein bisschen kalt, das trifft sich gut. Und sie müssen sich ein bisschen ausruhen. Wie sieht es mit Essen aus? Petra kann was essen. Kali kann auch was essen. Eigentlich können sie alle was essen. Und jetzt machen wir mal das mit den Lageraufgaben. Also, wir können vier Dinge tun. Wir können jemanden losschicken, der nicht erschöpft ist zum Erkunden zum Beispiel. Und der findet dann manchmal Sachen oder halt auch nicht. Hier ist aber die Energie ziemlich runter. Das heißt, die, die sehr fertig sind, müssen auf jeden Fall schlafen. Und das hier ist die Motivation. Das heißt, eigentlich wäre es gut, sie würden miteinander reden. Das ist das, was die Motivation hebt. Aber die sind alle viel zu erschöpft. Moment, habe ich Kali. Das ist, glaube ich, Kali. Matthias sollte schlafen. Petra ist auch ganz schön runter. Und wir wollen eine Person zur Wache einteilen. So, 6 Stunden später. Der Bergsturz. In der Ferne stürzt ein ganzer Berghang mit einem ohrenbetäubenden Donnern herab. Eine beunruhigende Erinnerung daran, wie instabil die Landschaft seit der Katastrophe geworden ist. Was wir bis jetzt wissen von der Geschichte,
ist, dass sie aus unter einer Kuppel gelebt haben, die bedroht ist davon, von der nächsten großen Welle, die alle paar Jahre kommt, ins Meer gespült zu werden. Das heißt, sie suchen jetzt für all diese Leute unter der Kuppel ein neues Zuhause. Okay, mehr kann ich, glaube ich, für euch nicht tun. Und sind die letzte Hoffnung. So kennt man das ja. Machen das so. Und packen zusammen und gehen weiter. Da ist ein Haus und wir kommen nicht drum rum, da reinzugehen. Sehen, beim nächsten Kampf müssen wir vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob wir noch genügend Medizin zur Behandlung der Wunden haben. Kann ich dir sagen, haben wir nicht. Gar keine. Aber ich habe auch nichts gesehen unterwegs. Ob ich was übersehen habe, weiß ich natürlich nicht. Können wir hier irgendwie rumlaufen? Ja, es geht einfach nicht. Wir müssen da reingehen. Die Villa. Als der Trupp eine erstaunlich gut erhaltene Ruine betritt, stolpert Sinn über ein Kabel. Eine primitive Falle, die die Vordertür mit einem leisen Klicken verschließt. Die Aufklärer sitzen in der Villa fest. Aus dem Nebenzimmer sind schnelle Schritte zu hören. Dann gehen wir mal gucken. Die Meute. Aus der Ecke des staubigen Zimmers beobachten mindestens 2 Dutzend in Wolfspelze gekleidete Gestalten mit gezogenen Speeren und Bögen den Trupp. Okay, von der Meute hat uns der erste Wilde, nenne ich ihn mal, den wir da getroffen haben, erzählt. Es ist schwer zu sagen, wie feindselig sie sind, und eine direkte Konfrontation wäre riskant. Die Wilden mit aus Wolfsköpfen gefertigten Kapuzen warten ab, wie der Trupp reagiert. Wir lassen die Waffen mal stecken. Der Trupp beschließt, auf Zeit zu spielen. Die Wilden beruhigen sich etwas. Ein großer Krieger befiehlt den anderen, ihre Waffen zu senken und spricht dann. Ihr befindet euch auf dem Gebiet der Meute. Stellt den Mut eures Clans im Kampf Mann gegen Mann mit bloßen Fäusten unter Beweis, dann seid ihr willkommen. Willkommen wäre natürlich cool. In ihren Rucksäcken befindet sich das Fell des riesigen Wolfs. Vielleicht könnte er ja als Beweis dienen, oder würden die Wilden ihn als Beleidigung empfinden? Also sie tragen ja auch Wolfspelze, also ihn nicht töten kann nicht sein. Wir zeigen das mal. Den Kriegern der Meute stockt der Atem. Der große Krieger tritt hervor und bezeugt seine aufrichtige Anerkennung. Bis zum heutigen Tag hat noch niemand eine Begegnung mit Tim Heasy überlebt. Ihr habt unseren Respekt. Die Wilden erkennen die Stärke des Trupps an und bezeugen ihnen respektvoll ihre Ehre. Sie heißen sie in ihrer Zuflucht willkommen, die plötzlich viel wärmer und einladender wirkt. Die Wilden der Meute erweisen sich als friedlich. Der Trupp kann hier Halt machen, bevor er seine Reise fortsetzt. Der Trupp ist wieder motiviert, das ist gut, dazu hatte ich nämlich keine Gelegenheit. Ah, dann können wir hier mal so ein bisschen rumlaufen. Vielleicht hätten die ja Medizin. Es wäre jedenfalls wünschenswert. Also dieses rote Leuchten und vor allem das Rot um den Bildschirm rum lässt mich nicht vergessen. Geht's da weiter? Irgendwie geht's zwar weiter, aber. Die Meute, eine erstaunlich gut organisierte Gruppe Wilder, deren Glaube sich auf die Mystik der Wölfe bezieht. Ach, schon wieder Essen.
was uns hier heilen könnte. Geht's hier noch weiter? Ja. Nee, da kommen wir her, oder? Ja. Und was ist hier halt? Hier? Kann ich hier noch reingehen? Also dadurch, dass ich das Bild nicht drehen kann, ist es ein bisschen schwierig mit dem Erkunden. Aber es geht auch nicht viel. Ne. Geht's da noch irgendwo hin? Ah, oh, super. Ist eigentlich egal. Jetzt habe ich rechts geklickt, um zu wechseln. So. Nee, ist hier nicht. Aber das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. So, dann muss ich hier wieder raus. Kann ich denn jetzt hier ein Lager? Ne, hier kann ich jetzt auch kein Lager aufschlagen. Da müssen wir erst rausgehen. Aber wir sind aufgewärmt. Das ist ja schon mal was. Der dritte Trupp verlässt die Villa und die Meute winkt ihnen zum Abschied zu. Dass derart freundliche Begegnungen möglich sind, motiviert die Mitglieder des Trupps. Doch sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Tag 15, Ende der Expedition, die Ascheebenen. Das sind die Sachen, die wir gemacht haben. Das ist passiert. Wir haben Freundschaft geschlossen. Der Trupp traut anderen und zieht freundliche Gespräche und Einigungen dem direkten Konflikt vor. Und das ist jetzt so ein bisschen die Moral. Also was haben wir gemacht? Wir haben Vertrauen geschaffen, waren wagemutig. Was haben wir hier? Der Trupp versucht mit Fremden zu reden, um Konflikte zu vermeiden und Schäden zu begrenzen. Die Abenteurer bevorzugen Verhandlungen, Gespräche und Übereinkünfte. Es wird mir auch sehr schwer fallen, die andere Taktik zu wählen. Gucken wir mal noch in das nächste Kapitel rein. Tag 29, da fehlt zwar jetzt ein Stück dazwischen, aber okay. Tag 15, die Vulkanlandschaft, die der dritte Trupp auf der Suche nach dem nächsten Signal gerät und durchquert, ist feucht-kalt, jedoch auch grün bewachsen. Da in der Gegend Menschen beobachtet wurden, muss der Trupp äußerst vorsichtig sein. Tag 29, die Vulkantundra. So, was jetzt einfach dringend ansteht. Wie geht's euch allen? Ah, Petra ist so ein bisschen gesünder. Kali könnte noch. Wir machen mal ganz kurz Lager. Und schauen mal. Also ein Feuer brauchen wir eigentlich nicht. Kali könnte ein bisschen Medizin gebrauchen. Aber es fehlt auch nicht so viel. Vielleicht spare ich das erstmal. Essen? Nee, eigentlich brauchen sie gar nichts. Dann könnten wir mal hier. Ah, nee. Petra soll Wache stehen. Die anderen sollen mal gucken, ob sie irgendwas finden. Nur damit ihr es mal gesehen habt. Sinn ist von der Erkundung zurückgekehrt und hat Folgendes mitgebracht. Einmal Holz, einmal Medizin. Cool. Kali hat Essen und Medizin mitgebracht. Nadir ist mit leeren Händen zurückgekehrt. Und unsere Taschen quellen jetzt schon über. Wäre das erste Spiel gewesen, in dem ich das nicht schaffe. Langeweile, der Trupp hat nichts weiter zu tun, als die Wolken zu beobachten. Langeweile kann haben zu können, ist ein Luxus, der uns daran erinnert, wie langsam die Zeit vergehen kann.
Dann gehen wir doch mal weiter. Wobei, wir sind eigentlich auch schon relativ weit gekommen. Ich will euch nicht das ganze Spiel und auch nicht die ganze erste Expedition zeigen. Vielleicht machen wir hier mal einen Cut. Ich glaube, ihr habt gesehen, wie das Spiel funktioniert. Die Dinge, die man selber tun kann, sind überschaubar. Es ist so ein bisschen klicken. Der Weg ist vorgezeichnet. Da gibt es keine Altern. Also man kann gelegentlich eine Abzweigung wählen, mehr aber auch nicht. Ansonsten kann man hier die Ressourcen, man muss ein bisschen die Ressourcen managen und darauf aufpassen, dass es den Leuten gut geht und immer hier so ein bisschen gucken, wie groß ist die Gefahr, können sie erkunden oder nicht. Und das Spannende ist hier wohl eher die Geschichte. Bis jetzt finde ich, kommt davon ein bisschen zu wenig rüber. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich noch nicht sehr viel weiter bin, also ein Stück weiter noch, aber nicht mehr. Gibt es noch eine Enzyklopädie? Da kann ich diese Sachen noch mal nachlesen, die ich bisher herausgefunden habe. Und erfahre auch noch mal was über die Geschichte. Einige Menschen aus der Zeit vor der Katastrophe fanden keinen Platz in einer Kuppel. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als in der Außenwelt zu leben und sich an ihre Umgebung anzupassen. Diese von den Kuppelbewohnern Graue oder Wilde genannte Gruppe überlebten vor allem, indem sie sich in Höhlen, U-Bahn-Tunneln und Bunker zurückzogen. Ah, da kommen also diese Leute her. Genau. Also ich finde es ein sehr, sehr langsames Spiel. Die Geschichte macht mich jetzt schon neugierig. Ich würde gern ein bisschen mehr tun können, das geht aber nicht. Aber es ist auch eher ein kleines Spiel. Wie gesagt, kostet rund 12 € auf Steam. Gibt es erstmal nur für Windows. Hier läuft es mit Proton unter Linux. Ich habe keine Probleme festgestellt. Also es ist wirklich problemlos. Und wie gesagt, es gibt 34 Enden. Das heißt, es lohnt sich, das Spiel häufiger durchzuspielen, um alles, die ganzen kleinen Geschichten dann auch zu lernen, die im Laufe der Zeit erzählt werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Channel für weitere Videos und bis zum nächsten Video. Tschüss!